Hallo. Ja, ich bin jetzt hier auf dem Dach vom Cote d'Anglais für mein 11. Adventstürchen für euch. Kann es euch kurz zeigen. Gerade ja, jetzt habe ich hier gerade gefrühstückt und habe mir gedacht, bevor ich mich jetzt da in den Bummel begebe, mache ich mein 11. Adventstürchen, weil ich saß da an der Bar und habe mein Frühstück genossen und habe mir gedacht, mein Gott, wie schön ist es hier? Also nicht, weil es jetzt gerade hier ist, sondern wie schön ist es mit mir? Wie glücklich bin ich eigentlich mit mir? Wie zufrieden bin ich mit mir? Und dann habe ich mich halt an ein paar Jahre erinnert, früher, wie unglücklich ich war, wirklich, wie verbissen ich war, wie ich gesucht habe, wie ich auf der Suche war, vor allem immer dieses Blödsinnige. Wann kann ich endlich gut genug sein? Was muss ich alles tun, damit ich gut genug bin? Wieso bin ich nicht gut? Wieso bin ich nicht glücklich? Warum ist das noch falsch? Und ich weiß nicht, ob ihr diese Gedanken kennt, aber das ist ja Wahnsinn. Wenn wir da nicht zur Ruhe kommen, wenn wir nicht verstehen, um was es geht, wenn wir nicht verstehen, wer wir sind, wenn wir nicht verstehen, wie unser Leben funktioniert, wirklich funktioniert, aus uns heraus, dann sind wir wirklich ganz, ganz unglückliche Tiger und wir das Leben im Außen versuchen zu schauen, zu kontrollieren und zu manipulieren, sind rastlos, ruhelos und in permanentem Stress. Und für mich ist die einzige Lösung, wirklich zu verstehen, wer sind wir wirklich, wie leben wir, woraus kreiert sich unser Leben, woraus kreiert sich unser Sein. Und dann verändert sich alles, dann verändert sich alles, was dir wichtig ist. Dann weißt du plötzlich, dass du nur dann sicher bist, wenn du dich gut fühlst. Egal, ob du Gründe dazu hast, dich gut zu fühlen, egal, ob im Außen alles schön scheint, wenn du weißt, dass alles aus dir heraus entsteht, kannst du es dir gar nicht erlauben, dich nicht gut zu fühlen. Du kannst nicht erlauben, irgendwelche Fehler zu suchen oder dir das Leben madig zu machen, weil sonst lebst du ein madiges Leben. Und das ist nochmal etwas, was der Dr. Joe Dispenza einfach so klar sagt, wo ich immer das Gefühl habe, dass viele Leute das nicht verstehen, dass es irgendwie nur heißt, ja, und du musst täglich meditieren und das musst du jeden Tag machen und ganz, ganz lange machen. Und er sagt es aber auch ganz klar, ich weiß, dass es auf Deutsch und in den deutschen Übersetzungen nicht so rüberkommt, aber er sagt ganz klar, dass du dich absolut hundertprozentig lösen musst von diesem Leben im Außen, dass du eine neue Persönlichkeit sein willst und die wenigsten wissen, was für eine Persönlichkeit soll ich denn sein, darf ich denn sein, will ich denn sein, weil wir so beschränkt sind in unserer Vorstellungskraft, weil wir uns nicht vorstellen können, wie es sich anfühlen kann, wenn man komplett in Ordnung ist, wenn man komplett sicher ist, wenn man komplett fröhlich ist, weil man sich immer im Außen so widerspiegelt und erst wenn man diesen Schritt macht, und sozusagen seine Perspektive freilegt und sagt, ja Mensch, hab doch unbeschränktes Potenzial, ich kann mich doch unbeschränkt großartig fühlen, ich kann doch ein unbeschränkt großartiges Leben führen, aber da musst du erst mal hinkommen, wenn du es nicht erlaubst, dir einfach deine Vergangenheit loszulassen und zu sagen, es hat nichts mit mir zu tun, wie ich aufgewachsen bin, was die Meinung meiner Eltern sind, was die Meinungen meines Umfelds waren und sind, sondern ich entscheide selber und ich liebe meine Meinung und ich bin mit meinen Ansichten total glücklich und ich weiß, nach welchen Ansichten und Überzeugungen ich weiterleben will und da interessieren mich die Ansichten und der Überzeugungen anderer nicht und nur wenn du da dich Schritt für Schritt durcharbeitest, dann steht eben am Ende das Ergebnis, dass du weißt, wer du wirklich bist. Und wirklich mein Leitsatz, wenn du herausgefunden hast, wer du wirklich bist, dann lebst du gesund und finanziell frei, unabhängig. Dann lebst du in Fülle. Und dazu gehören auch die Finanzen.
Aber unser Hirn ist nicht darauf programmiert. Wir müssen dem neue Erklärungen geben. Wir müssen immer wieder sagen, wie das Leben funktioniert. Wir müssen immer wieder auf der Hut sein und achtsam sein, was wir denn denken und welchen Überzeugungszügen wir denn folgen und vor allem, wie lange wir diesen Zügen folgen. Und die wenigsten sind wirklich mit einer absoluten hundertprozentigen Konsequenz dran. Dabei wäre es ja gar nicht so schwierig, so konsequent zu sein. Denn das, was du bis jetzt geglaubt und gedacht hast, hat dich dorthin gebracht, wo du jetzt bist. Und wenn sich das nicht gut anfühlt, wenn du dich da nicht wohlfühlst, wohlfühlen ist doch das Ein und Alles. Wenn du das nicht hinkriegst, dich jetzt und hier und jeden Moment wirklich wohlzufühlen, dann musst du etwas ändern. Und zwar konsequent. Und du kannst nicht einfach da mal ein bisschen schrauben und da mal ein bisschen ändern, sondern du musst eine komplette Änderung entscheiden und die durchziehen. Und das ist scheinbar so nicht einfach. Und ich weiß, dass es nicht einfach ist, aber es ist der einzige Weg. Und deswegen bin ich auch stolz, dass ich meine Coachings anbiete und dass ich da nicht einfach irgendwas wie Shivashi anbiete und irgendwelche Kurzprogramme, wo ich dann Ergebnisse verspreche, die einfach nur mit der Zeit kommen können, wenn du dich halt komplett umstellst, wenn du eine komplette neue Persönlichkeit bist. Und jeden Schritt, den du tust, jeden Atemzug, den du tust, ist eben diese neue Persönlichkeit, diese klare Vision deiner Zukunft. Und das kannst du nicht von heute auf morgen erreichen. Du kannst es auch nicht erreichen, indem du jeden Tag 10 Stunden meditierst und den Rest deiner Zeit nach deinen alten Regeln und Überzeugungen und Paradigmen lebst. Du musst da einen kompletten Shift machen und das ist Arbeit. Du musst erstmal wissen, wo stehst du denn, was ist dein Status quo, was sind deine Treiber, was sind deine Werte, was sind deine Normen, was sind deine Überzeugungen, wo haben die dich hingetrieben, willst du da weiter hingetrieben werden? Nein, will ich nicht, ja wo denn dann? Und dann kommt die große Frage, wo denn dann? Und diese große Frage ist gar nicht so schwer, wenn du dir Platz lässt, deine Größe zu spüren und deinen wahren Seinszustand anzunehmen. Und dann ist es einfach schön, das Leben. Und ich wünsche mir das so für alle. Und ich stehe hier und sage, Leute, ich habe selber so viel Leid gespürt in meinem Leben. Selber hausgemachtes Leid, weil ich nicht wusste, um was es geht. Weil ich nicht wusste, wo dieses Leid herkommt. Und als ich das alles begriffen habe, wurde mein Leben so schön und so freudig. Und das weiß ich, dass es für jeden geht. Und du sagst, ja, und was ist mit den Arbeitslosen und den Superkranken? Ich weiß, dass es für jeden geht und dass es anfängt hier oben mit einem konsequenten Shift. Und dass es jeder durchziehen kann, wenn er kapiert, warum er es tun muss und wenn er weiß, wie er es tun muss. Und ich sage nicht, dass es einfach ist, aber ich sage, dass es möglich ist und dass es machbar ist. Und ich sage sogar, jeder kann mit einer richtig konsequenten, klaren Begleitung aus seiner Situation A, die er nicht möchte, in diese gewollte Situation B sich bewegen innerhalb kürzester Zeit. Aber da braucht es halt ein paar Bedingungen, die erfüllt worden werden. Und vor allem kannst du es dir einfach nicht vorstellen, deinen logischen Verstand so hinzukriegen, dass er dich in eine andere Richtung begleitet. Aber das geht, auch wenn du dir das nicht vorstellen kannst. Du kannst von einem Moment auf den anderen jedes Mal eine neue Überzeugung laden in deinen Mechanismus. Du kannst eine neue Ansicht laden. Aber du musst diese Tools anwenden. Du musst sie lernen und du musst sie benutzen. Und ich verstehe nicht, heute, wir sind in einem Moment dieses Seins oder unserer Entwicklung als Menschen, wo wir alles haben können, wo wir alles machen können, wo wir tatsächlich in unbegrenzte, unlimitierte Möglichkeiten eintreten können. Und ich wünsche mir das für alle und ich weiß, dass es für alle möglich ist. Ja, ihr könnt euch gerne bei mir melden. Ich habe immer noch und ich werde es niemals aufgeben in nächster Zeit, meine Akademie. 3-Monats-Programm richtig full on. Ganz klar Richtung neue Umsetzung. Und ich weiß, dass es nur so funktioniert. Und ich weiß, wenn du es so machst, dass du in 3 Monaten wirklich, wirklich sehr, sehr weit kommen kannst. Aber nicht, wenn du 2 Schritte vorwärts,
einen zurück. Zwei Schritte vorwärts, einen zurück. Und das machst du normalerweise halt leider automatisch, wenn du nicht in einem Container bist, der mit dir einfach schnurstracks dahinläuft, wo du möchtest. Ich wünsche euch einen schönen, schönen, schönen 11. November. Morgen kommt wieder ein Türchen aus dem Schnee. Es ist so fantastisch, dieser Wechsel und diese Natur zu genießen. Ich bin einfach nur noch happy. Bis dann. Bye.